Mittwochabend, Flutlichtzeit auf dem Jahnplatz. Der FC Remscheid hat NRW-Ligisten Spielvereinigung Velbert zu Gast im Niederrhein-Pokal und es war ein offener Schlagabtausch in den ersten 15 Minuten. Die Velberter schön kombinierend. Erkan Ari auf der rechten Seite mit dem Pass raus auf Benedikt Schröder nach vorne und da ist die kalte Dusche 0:1. Nach nur 12 Minuten für die Velberter, für den Fünfligisten. Aber die Remscheider gaben sich nicht auf. Schön auch kombinierend im Mittelfeld. Sebastian Grund spielt den Ball nach vorne. Montero mit dem Kontakt. Michael Günther mit einer Chance. Aber leider vorbei am Tor. Und es ging weiter auf der anderen Seite. Und auf einmal fährt der Schiedsrichter Elfer. Sebastian Plate zeigt's an, ich habe doch den Ball gespielt, nicht den Mann. Gelbe Karte für den FCA-Kapitän und Elfmeter für den Fünftligisten. Ja, schwer war es für den FCA nach 24 Minuten. Und dann, guter Elfmeter vom ehemaligen Zweitligaspieler Markus Kaya. Und erschien, der FCA war geschlagen. Aber das war eine starke Halbzeit. Es war kein Klassenunterschied zwischen dem FC Remscheid und den Velbertern zu sehen. Und nach der Pause, ja, da machte der FCR sofort Druck. Ecke für die Remscheider. Daniel Montero, der ein bisschen Probleme hat, den Ball erstmal anzunehmen, aber dann sehr gut kontrolliert. Sich mit zwei Velbertern aufnimmt. Schöne Flanke nach innen. Der Ball zurück zu Domenico Cosa. Und da ist das 1:2 für die Remscheider nach 48 Minuten. Das gewünschte Lebenszeichen des Landesligisten. Das verdiente 1:2 zu diesem Zeitpunkt. Das wichtige 1:2. Man war wieder in der Partie. Und es ging weiter. Man war nicht so ganz zufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Stefan Brandt, Sigitas Jakubauskas, auch Teammanager Mike Zintner hatten doch das eine oder andere Wörtchen zu rupfen mit dem Schiedsrichter. Dann wieder Michael Günther und Patrick Posavec kriegt den Fuß nicht mehr richtig hin. Knapp am Tor vorbei. Dann wieder die Velberter mit einer schönen Einzelaktion. Kopfball, Tor, denkste. Abseits. Glück in dieser Situation. Auf der anderen Seite die Remscheider. Ähnliche Situation, Freistoß. Diesmal Tofik Buziat, abseits. Aber Buzi macht es besser. In der 69. Minute auf einmal. Jawohl, das 2:2 nach 69 Minuten. Das verdiente 2:2 für den FC Remscheid. Man wurde belohnt für eine tolle Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Aber ja, es war nicht immer einfach mit dem Schiedsrichter an heutigen Abend. Kapitän Sebastian Plate hatte in der ersten Halbzeit beim Elfmeter schon gelb gesehen nach einem Foul. In der zweiten Halbzeit sah er seine zweite Karte, die Ampelkarte. Und Plate musste vom Platz und das schwächte die Remscheider. Wieder eine Situation, Michael Günther knapp außerhalb des Strafraums gefällt. Und Glück für den Velberter Kapitän, dass es da keine Karte gegeben hat, keine rote Karte gegeben hat. Der Remscheider hält den Druck auf. Einwurf. Und da ist Michael Günther, das 3:2 für den FC Remscheid. Das sensationelle 3:2 in der 77. Minute. Ja, und die Freude. Ja, das ist doch toll, dass man als Siebtligist gegen den Fünftligisten führt. Aber man sieht schon wieder, Stefan Brandt freut sich ein paar Sekunden. Und dann geht er auf Andreas Kolas zu und versucht ihm zu erklären, was zu machen ist. Und die Remscheider Fans natürlich. Manche zogen sogar ihre Hemden bei diesem nasskalten Wetter aus. Ja, der FCR wurde gut an diesem Abend von seinen Fans unterstützt. Dann wieder eine Situation, Freistoß für die Velberter, kurz vor Ende des Spiels. Schwere Situation für die Remscheider, unter Druck. Markus Kaya legt sich den Ball zurecht. Situation. Und wichtige Parade von Nico Tauschel im FCR-Tor. Wieder eine starke Leistung von Nico Tauschel. Und dann war Schluss. Die Sensation war perfekt. Der FC Remscheid schlägt die Spielvereinigung Velbert 3:2 im Niederrhein-Pokal in der zweiten Runde des Pokals. Man ist weiter und bleibt im Rennen um die Plätze für den DFB-Pokal im nächsten Jahr. Eine tolle Mannschaftsleistung. Man war zur Halbzeit 0:2 hinten und man durfte sich zu Recht freuen und feiern. Denn das war ein Kraftakt der Mannschaft und man hat die tollen Leistungen der letzten Wochen mal wieder bestätigt.
Und ja, man hatte was mit den Fans zu feiern. Auch Humpa, 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 Tätere. Tolle Aktion. Der FCR und seine Fans, man wächst zusammen als eine Einheit.